Hi. So, heute wollte ich mal die DC-Box zeigen, wie die arbeitet. So eine Tasse Tee oder so warm zu machen, reicht die alle Male. Die hat, glaube ich, 20 Euro gekostet bei Bushcraft Essentials. Und ich benutze die jetzt mal heute mit Esprit. Na, wollen wir die Zeit stoppen, wie lange das dauert, bis das Wasser kocht. Meiner Meinung nach arbeitet er effektiver als dieser herkömmliche Esprit-Brenner, weil er diese Kaminwirkung hat. Das heißt, dass die Luft von unten nach oben gesogen wird. Man kann ihn aber auch mit jedem anderen Material brennen lassen, wie zum Beispiel Trangia oder Holz. Das wird wie gezeigt. Oder hier mit diesem Zeug. Das habe ich auch schon versucht. Das sind dann so gepresste Holzstücke. Da kommen auch schon die ersten Dampfwölkchen raus.
Und damit ich das übrigens nicht ganz umsonst mache, gibt es hier gleich so eine kleine Lauchcremesuppe aus der Tüte. Ich mag die ganz gern. Ist übrigens auch prima, wenn man so im Wald zwischendurch mal einen Hunger kriegt oder so, weil diese Tüten nehmen nicht wirklich viel Platz weg. Die kann man sich auch in die Hosentasche stecken. So ein Beutel ist eine Tasse. Das entspricht 150 Milliliter. Und da sind genau 300 Milliliter drin. Mal kurz auf die Nährwerte gucken. Pro Portion 86 Kalorien. Das wären also 160 Kalorien für zwei Tüten. Ja, wie man sieht, kommen da schon die ersten Bläschen langsam nach oben. Aber wir wollen ja warten, bis es richtig kocht. Wir liegen jetzt bei 5 Minuten und 30 Sekunden. Ja, also wer schon öfters mal mit dem Original Esbit-Brenner gearbeitet hat, der wird sehen, dass die Hitzeentwicklung oder die Entwicklung der Flamme eine ganz andere ist. Na, so langsam wird's aber. Jetzt kommen die Blasen hoch. Jetzt dauert es nur noch ein paar Sekunden, bis es richtig kocht. Man merkt auch, es ist eine enorme Hitzeentwicklung durch den Kamineffekt. Das ist schlecht.
Das würde ich als Kochen bezeichnen. Dann liegen wir bei 9 Minuten. Ja. Dampf ganz schön. Und in eine Lauchcremesuppe gehören Zwiebeln rein. Natürlich. So, wenn ich Lauchcremesuppe ziehen lasse, verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zusehen. Bewertungen und Kommentare sind gerne gesehen. Subscriber natürlich auch. Schönen Tag noch. Tschüss.